Tag 8 oder 9, 8 ist es mittlerweile, dass ihr immer noch das Durchhaltevermögen habt, uns zu besuchen. Ich freue mich ganz, ganz riesig, am heutigen Abend hier sein zu dürfen, denn wir sind nicht allein, wir haben gleich zweimal Regisseursbesuch. Unter anderem geht es jetzt los mit einem Kollegen, der schon mal auf dem Fantasy Filmfest vertreten war, mit seinem meiner Meinung nach großartigen Film The Last Exorcism. Jetzt seht ihr den Nachfolger 13 Sins und deswegen würde ich euch bitten, einen ganz, ganz großen Applaus für den Regisseur Daniel Stamm. Daniel, herzlich willkommen. Hast du noch ein paar einleitende Worte zum Film? Wir machen nach dem Film Q&A, also unbedingt sitzen bleiben, wenn ihr Fragen zum Film habt. Daniel wird euch ganz viel über den Film erzählen und im Anschluss draußen dann noch kurz, ja, wer Autogramme will oder sich mit Daniel unterhalten will, wer ihn anbrüllen möchte, weil ihm der Film nicht gefallen hat oder was wie. Einleitende Worte zu 13 Sins. Ja, ihr seid, hi, ihr seid das allererste Publikum in Deutschland, das den Film sieht. Und dadurch, dass das Fantasy Film Festival der einzige Ort ist, wo der Film jemals auf der großen Leinwand laufen wird, leider, seid ihr auch eins der wenigen Publika, die den Film auf der großen Leinwand sehen. Weil ihr das erste Publikum seid, bin ich natürlich gespannt und werde auch mit drin sitzen heute. Also wenn ihr während des Filmes Kommentare habt, ich werde da hinten sitzen, ruft sie einfach rüber. Und dann reden wir während des Q&As hinterher drüber. Und mir wurde gerade, erstens wurde mir gesagt, Frankfurt ist ein verhaltenes Publikum. Also, ne? Ich werde eure Reaktionen zurückberichten ans Team und an die Schauspieler. Ich werde sagen, Frankfurt hat folgendermaßen reagiert bei der und der Szene. Also seid laut, bitte. Und mir wurde gerade gesagt, hinterher ist eine Wand, wo ihr Kritiken an die Wand schreiben könnt, was der Albtraum eines jeden Filmemachers sein muss. Also ich hoffe umso mehr, dass euch der Film gefällt. Genau, bis nachher. Daniel, du hast den Film jetzt selber zum ersten Mal mit deutschem Publikum gesehen. Waren die Frankfurter wirklich so verhalten, wie du es gedacht hast? Oder nee, ging. Also für mich ist immer wichtig zu merken, dass das Publikum noch dabei ist und noch wach ist und irgendwie die Hauptplotpunkte mitkriegt. Und ich hatte das Gefühl, dass ihr das mitgekriegt habt. Und viel von den Humorsachen, die viele Amerikaner nicht draufkriegen, interessanterweise, obwohl es ihre Sprache ist, okay, wo ich immer denke, oh, der Witz hat nicht funktioniert. Irgendwie hat das heute funktioniert. Das ist ganz schön. Ich bin trotzdem ganz aufgeregt, euch den Film gezeigt zu haben. Okay, also bevor ihr eure Fragen stellen könnt, ich habe den Film ja auch schon gesehen, ich hatte selbst auch genug Fragen und die Frage wird, glaube ich, bei jedem Remake gestellt, aber ich muss sie einfach wieder stellen, weil sie einfach bei jedem Remake neu interessant ist. Kam das Remake zu dir oder bist du zum Remake gekommen? Also wie kam es dazu, 13 Sins zu machen? Oder ganz kurz, Jonathan, bist du nett, machst du das Putzlicht oben an? Es werde Licht. Also war so ein bisschen eine Mischung aus beiden. Ich hatte ja meinen letzten Film gemacht und der war von Eli Roth produziert, der in den Staaten für die Hostelfilme bekannt ist und für Torture Porn und diese ganzen Geschichten. Und da Produzenten in den USA deinen Film nicht gucken, sondern einfach nur auf die Einspielzahlen gucken und so ein bisschen auf die Leute gucken, die damit assoziiert sind, haben die Zahlen gesehen und haben Eli Roth gelesen und gesagt, super, Daniel Stamm scheint ja ein Torture Porn Typ zu sein, also senden wir den jetzt alle Horror-Drehbücher, die es so gibt, in der Sparte. Wir zeigen jetzt die Fortsetzung. und einer der großen Produzenten da drüben, der viel so Kleinbudget-Geschichten macht, ist Jason Blum, der Paranormal Activity gemacht hat und Insidious und Sinister und The Purge. Und der macht immer 10 Projekte gleichzeitig und 8 davon werden nichts, macht aber nichts, weil die so billig vom Budget her sind, dass man die einfach an den Tisch fallen lassen kann und die 2, die dann was werden, die werden Multimillionen-Dollar-Franchises. So. Und dann hatte ich ein Treffen mit dem in seinem Büro und der sagte, hier sind 10 Projekte, an denen wir gerade arbeiten, hast du Lust auf eins? Such dir eins aus. Und die waren alle so knalldoof, dass ich keine Lust hatte. Also das Beste von den 10 würde ich sagen, da ging es um einen mordenden Prius. Du siehst nie, wer in dem, darf ich vielleicht gar nicht sagen, vielleicht arbeitet er noch an dem Projekt. Also, und ich guckte mir das an und gesagt, also ehrlich gesagt habe ich auf die 10 alle keine Lust. Und ich glaube, er hat die Antwort schon erwartet so ein bisschen. Und sagte dann so in den Raum rein, willst du über 13 Game of Death reden. Und da hinten in der Ecke saß jemand, den ich die ganze Zeit gar nicht gesehen hatte, Brian Kavanaugh Jones, der auch ein Produzent ist, der die Rechte hatte an dem Original 2006 Thai-Film. Und dann haben die mir die DVD in die Hand gedrückt und ich habe die DVD geguckt und meine, das ist ja alles dann immer so hochprozentig,
Und dann braucht man ja Agenten, so. Und die Agenten rufen einen alle zwei Tage an und sagen, du musst was machen, deine Karriere geht den Bach runter, keiner erinnert sich an dich. Ich kann mich kaum an dich erinnern, was machst du als nächstes? So. Und ich brauchte irgendein Projekt nur, um diese Anrufe stoppen zu lassen. Und dann habe ich gesagt, 13 Game of Death ist super, wenn wir das umschreiben können, weil eben die Ausgangssituation, diese 13 Missionen so gut sind, weil man die Gelegenheit hat, 13 verschiedene Set-Pieces zu erzählen. Normalerweise in einem Film kriegst du 2 oder 3 große Action-Szenen oder was auch immer für, ne? Wiedererkennbare Szenen. Und bei 13 Sins war das einfach vom Konzept her so klasse, dass man da alles machen konnte. Und ja, dann habe ich den gleichen Autoren, der auch Last Exorcism mit umgeschrieben hat, an Bord geholt, David Burke, der ein absolutes Genie ist. Und dann haben wir das Ding komplett umgeschrieben. Also komplett umgeschrieben ist falsch. Haben wir das Konzept so gelassen, wie es ist. Aber der große Vorteil an einem Remake ist natürlich, dass man das erste Test-Screening für sich selber schon gemacht hat und sich daran erinnern kann, wie man selber den Film empfunden hat, als man den Film das allererste Mal geguckt hat. Und ich fand das thailändische Original super, aber die Gefahr war immer, also im thailändischen Original gibt es den Bruder nicht, gibt es den Vater nicht, gibt es die Frau nicht, es gibt keinen zweiten Spieler und so. Und es waren eben nur diese 13 Missionen, von denen wir 4 machen, alle anderen sind anders. Mhm. Die Sache mit dem Seil, mit den Bikern übernehmen wir 1:1, habe ich Shot für Shot geklaut. Mhm. So wie die Teil. Darf man ja Remake. Genau, deswegen bezahlen wir ja die Rechte fürs Remake. Genau, und als ich den Film gesehen hatte, den Teilfilm, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen vorhersehbar ist von der Struktur her, weil es so Episoden waren und weil es ja auch klar war, dass er jede Mission erfolgreich abschließt. Sonst gäbe es ja keine 13 Missionen, sonst wäre es nicht. Und deswegen habe ich gedacht, wir müssen in die Mitte irgendwas setzen, was den ganzen Plot, was nochmal ein Wendepunkt ist und nochmal eine neue Komponente reinbringt. Und dann haben wir den Bruder da reingeschrieben. Okay. Gab es denn irgendwelche Remakes, wenn wir schon beim Thema sind, wo du gesagt hast, also dieses Niveau würde ich gerne erreichen? Und gab es auch welche, wo du gesagt hast, okay, dieses Remake finde ich grausam? Von das ist eine tolle Frage, finde ich noch nie gefragt worden. Ja, also ich finde zum Beispiel, es gibt tolle Remakes, finde ich ganz klar. Zum Beispiel Let Me In, finde ich ein super Remake von Let the Right One In. Ja. Und es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, was behältst du bei? Für wen machst du den Film? Machst du den Film für ein Publikum, von dem du davon ausgehst, dass die das Original nicht gesehen haben, nie sehen werden? Machst du den Film für ein Publikum, wo du davon ausgehst, die haben es gesehen? Oder machst du einen Film für Bayern? Und ich wollte so ein bisschen, also zum Beispiel mit dem Seil, mit den Köpfen ab, die Szene im Original ist einfach dadurch, dass es keinen zweiten Spieler gibt, dass er einfach das Drahtseil hoch macht und dann werden die Köpfe abgeschnitten. Und dann habe ich gedacht, es wäre toll, wenn wir die Szene darauf hinzulaufen lassen könnten, für die Leute, die das Original gesehen haben, die dann denken, oh, jetzt werden die Köpfe abgeschnitten. Dann kommt das Seil aber runter, die Köpfe werden nicht abgeschnitten. Dann sagt das Publikum, das den Film kennt, und dann schneiden wir die Köpfe. Aber das sind so kleine, kleine Techniken. Okay, genau. Gut, aber auch ein interessanter Ansatz. Jetzt hast du ja natürlich dich mit dem Original auseinandergesetzt, dein Autor ebenso. Wie ist es denn mit den Schauspielern? Wie sind die an die Sache rangegangen? Also allen voran jetzt Ron Perlman, der natürlich hier beim Fantasy-Filmfest immer ein sehr, sehr gern gesehener Gast ist. Haben die sich damit auseinandergesetzt und haben gesagt, nee, ich lese dein Drehbuch und ich mache die Rolle so, wie ich sie machen möchte? Ich habe erst herausgefunden, dass keiner von den Schauspielern wusste, dass es ein Remake war, bis wir den Audiokommentar für die DVD gemacht haben. Ich dachte, ich hätte es erwähnt. Irgendwie wohl nicht. Also gesehen hat den Film von dem bis heute keiner, soweit ich weiß, und vor dem Dreh auch nicht, was mir auch ganz recht war, mit vielen Rollen wie Michael, dem Bruder, und Shelby und Chilcote, dem Polizisten, die gab es im Original ja gar nicht. Von daher wäre das gar nicht so schlimm gewesen. Für Elliot wäre es schade gewesen, aber das Thai-Original hat eine sehr asiatische Sensibilität vom Over. Also ist alles sehr hysterisch, der Humor ist sehr hysterisch, es ist alles sehr, was du, glaube ich, mit dem amerikanischen, europäischen Publikum nicht hättest machen können. Und dadurch ist die Performance von dem Hauptdarsteller eine völlig andere. Aber ich glaube, es war Mark Webber auch im Nachhinein wichtig, dass er den Film nicht vorher gesehen hat. Letzte abschließende Frage von mir. Du hast jetzt, fühlst dich im Exorzismus-Genre ein bisschen zu Hause, hast jetzt einen sehr, sehr coolen, humorvollen Action-Thriller-Genre-Mix gemacht. Was kann man denn als nächstes von dir erwarten? Also ich das fragen einen Produzenten natürlich auch immer, was willst du machen? Und ich sage immer, wenn ich eine gute Geschichte in die Hände gedrückt kriege, dann mache ich, wenn das auf Pferden spielt, das ist ein Western, wenn es im Weltall spielt, das ist ein Science-Fiction, ist mir echt egal, solange es Personen gibt, Figuren gibt, die einem irgendwie wichtig sind und ins Herz wachsen und die durch irgendwas durchgehen und eine Geschichte
die sich neu anfühlt. Ich kriege viel Drehbücher, das steht in der E-Mail schon drin. Hier ist das Buch für so und so. Think Rosemary's Baby on a Boat. Das steht schon in der E-Mail drin. Und dann mache ich das Drehbuch auf und es ist wortwörtlich Rosemary's Baby und es spielt auf einem Schiff. Und das ist natürlich nicht ein Film, den man von wegen schlechte Remakes, den man machen will, weil man ihn schon kennt und das Gefühl hat, man kennt jede Storybeat schon. Und ich versuche so ein bisschen aus der Horror-Ecke rauszukommen, in die man natürlich sehr gedrängt wird, weil es für Agenten leicht ist, dich zu verkaufen, als ach, der hat doch den letzten Exorzismus gemacht, hier ist das nächste Horror-Ding. Und ich bin eigentlich kein großer Horror-Regisseur, aber du musst in Schritten davon weg. Also das hier ist jetzt mein Dark Thriller, Schritt Nummer 1, aus dem Horror wegzukommen. Und dann kann ich von Dark Thriller zu Dramatic Thriller und dann von Dramatic Thriller auf Drama, also in 4, 5 Filmen. Machst du eine Romantic-Comedy. Und Kate Hudson, wunderbar. Habt ihr denn Fragen an Daniel? Er versteht Deutsch. Also der hat jetzt, das ist eine interessante Frage, weil es dazu zwei Zahlen gibt. Die Zahl, bevor die Produzenten ihr Geld absacken, war 6 Millionen. Die Zahl, die dann bei uns ankommt, um den Film zu machen, sind 4 Millionen. Man fragt sich immer noch, wo die geblieben sind, weil man in Deutschland den Film wahrscheinlich für 50.000 Euro machen könnte. Aber da drüben ist das System mit den Gewerkschaften, mit den Versicherungen, mit noch so vertrackt, was man da alles mitbezahlen muss, bevor man überhaupt mal die Kamera angeworfen hat und irgendwas auf der Leinwand hat, da bist du millionenlos. Deswegen sind wir auch in New Orleans gelandet, weil die in Louisiana das rausgekriegt haben und gesagt haben, wir geben euch 30% der Steuern wieder, wenn ihr hierher kommt. Und das machen in den USA verschiedene Städte, Atlanta, New Orleans, noch ein paar andere. Und deswegen dreht kein Mensch mehr in L.A. Ihr werdet das gemerkt haben, dass ältere Filme öfter in L.A. spielen und jetzt diese Generation an Filmen, jeder zweite spielt in New Orleans. Das ist nicht, weil die Drehbuchautoren New Orleans so toll finden, sondern weil es billiger ist und du da mehr Drehtage kriegst. Habe ich die Frage beantwortet? Ja, 4 Millionen. Hm. Sonst noch jemand? Ich habe mehrere Hände gesehen vorhin. Ganz hinten. Also Mark Webber, unser Hauptdarsteller, ist der tollste Schauspieler, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Als Sänger war es, also er hat die Internationale gesungen, aber es war so, du hast sie nicht erkannt. Du hast einfach nicht erkannt, dass das die Internationale war. Und wir brauchten, als wir es geschnitten haben, hatte ich das Gefühl, es brauchte so ein bisschen Energieschwung. Und das war das, was seine Interpretation der Internationalen uns nicht gegeben hat. Und dann haben wir erst versucht, Punk-Versionen von der Internationalen auf diese Zerstörungsszene zu legen. Und das hat auch nicht funktioniert. Dann haben wir irgendwann, was haben wir denn draufgelegt? Smash and Pumpkins oder Prodigy? Firestarter von Prodigy. Und auf einmal funktionierte die Szene. Und wir haben alle da gesessen und gesagt, das ist genau das, was die Szene braucht. Jetzt lass uns ein Lied finden, was wir bezahlen können. Lass uns Prodigy wieder runternehmen und ein Ersatzlied finden. Und damit war die Internationale aus dem Fenster. Sonst wäre der Film bei 4,2 Millionen gelandet letzten Endes.